Hallo, ja, danke, danke erstmal so für die drei tolle Vorträge, waren sehr interessant. Ich habe eine Frage, die ich glaube, ich versuche, es ist eine Frage, ein Kommentar, eine Anregung, die geht in die Richtung von dieser, was Miki erwähnt hat, von dieser Multiplizität von Naturen, von der Idee von der Pluralität von Naturen. Meine Frage ist, ob das eine Umsetzung und mehr auch so spezifische architektonische also Interventionen hat. So, wie ich das sehe, mindestens, wenn ich richtig bin, hat Bruno Latour noch nicht die Pluralität von Naturen erwähnt. Er hat diese Hybrid von Naturkulturen schon erwähnt, Anfang 90er Jahre, und war ein bisschen nachher mit vor allem Eduardo Viveiros de Castro und Tania Lima, Anthropologen, wo dieser Multinaturalismus schon wirklich explizit in Frage kam. Meine Frage geht, dieser Multinaturalismus, als er von Amazonas Anthropologie kam, hatte immer zu tun mit Körperlichkeiten, sowie verschiedene Forms of Embodiment, geben so eine Linie von verschiedenen Naturen und wie wird Natur als plural konzeptualisiert in Amazonas. Das ist sehr abstrakt, natürlich. Und ich frage mich, hat das eine mögliche Umsetzung im Architekturbereich? Im Sinne, konnten wir diese Mehrzahl von Natur, diesen Multinaturalismus, als auch ein bisschen anregender Ansatz für Architektur, im Sinne von zum Beispiel, wie Ignacio hat erwähnt in der vorherigen Vortrag, dass eigentlich diese lokalisierte Ansicht an globale Erwärmung, wie lokale Erwärmung und ein bisschen jede klimatische Event in der bestimmten Räume zu platzieren, konnte man auch architektonische Interventionen als Embodiments, als spezifische Verkörperung von eine Mensch-Umwelt-Beziehungen ansehen? Und konnte man diese Multiplizität von Naturen irgendwie verwenden als konzeptuelle Werkzeug, ein bisschen um diese alle Debatten zu provozieren? Im Sinne, wir diskutieren nicht um ein eigenes Klimawandel oder whatever, sondern um eine Vielfalt von Naturen, im Sinne, dass wir diskutieren gegenüber Wissenschaft. Und die Idee von Natur, das ist der Hauptwerkzeug von Wissenschaft, wie schon Isabel Stengers hat vor langer Zeit gesagt. Ja, so ein bisschen, das war meine Kommentaranregung, ist ein bisschen abstrakt, aber vielleicht haben die Sprecher. Ja, eine Frage vor allem an Ferdinand Ludwig, denke ich, aber ich glaube am Anfang der Kommentar über diese Multinatur ist vielleicht auch etwas, wo Michael Knecht so etwas sagen möchte. Ich kann es versuchen. Also danke für die Frage. Also wir versuchen ja ein Stück weit dazu einen Debattebeitrag zu leisten und letztendlich ist das, was passieren muss, glaube ich. Also wenn man versucht, Architektur auch aufzufassen als eine Form der Kulturproduktion, der Kunst, des Transformierens der Umwelt, die brennenden Debatten einer Gesellschaft zum Ausdruck bringt und verkörperlicht sozusagen. Und ich glaube, wir hängen da, jetzt wenn ich mal für die Architekten sprechen darf, massivst hinterher, weil wir immer noch diese komische Bauhauslogik im Kopf haben. Also es ist völlig absurd, also wo wir ja sozusagen diese Hygiene und all diese Sachen, also ein sehr, sehr simplifiziertes, mechanistisches Weltbild eigentlich noch haben und eigentlich nur eine ideale Natur, nämlich die gute und schöne, irgendwie haben, die im Kontrast zum Bauen steht. Deshalb macht Bauen auch immer Natur kaputt. Ja, das ist irgendwie so eine Grundsetzung, die wir von vornherein infiltriert kriegen. Und ich hoffe sehr darauf, dass sich das aufbricht, dass wir halt, wir hatten gestern ja gehört von diesen unterirdischen Sachen, also von diesen Abwassersystemen in der Stadt, also das sind ja, oder dann auch diese Fäulnisprozesse und all diese Sachen sind ja auch alles Naturen sozusagen, Ansichten, Aspekte, und ich kämpfe sehr dafür, dass wir solche, das sind dann solche unsauberen Architekturen, also die nicht mehr glatt sind und geleckt sind und im Kontrast stehen zu
zur sogenannten Natur, sondern die dann halt auch wirklich dann sehr, sehr divers werden. Und ich kenne aber ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viele tatsächlich Beispiele. Es brodelt da was. Also es gibt ein Beispiel bei das Ecologic Studio, was ich erkenne, die versuchen sozusagen aus Abwasserprozessen Stadt zu machen und solche Dinge aus diesen Mikroorganismen dann da drin zu arbeiten, sie einerseits in Dienst zu stellen, sich andererseits aber auch auf dieses Problem einzulassen. Also es passiert da, glaube ich, so im Untergrund etwas, aber man ist extrem weit davon entfernt, es in einer gebauten Praxis breit zu haben, das ist klar, aber ich glaube, man ist auch immer noch sehr extrem weit davon entfernt, es in einer breiten konzeptionellen Debatte zu haben. Das ist, glaube ich, das entscheidende Manko. Und wir haben ja mit dem Ökosystem-Service-Ansatz jetzt wieder einen Ansatz, der ungeheuer formalisiert, verallgemeinert, ein Modell, one solution for all, ne? Während zu sagen, viele Naturen heißt ja nicht zu negieren, dass es universalistische Naturgesetze gibt, sondern ist eben zu sagen, we cannot have one solution for all, we need one solution for one. Und dann müssen wir gucken, was wir aus one lernen können für andere Fälle und quer generalisieren. Naturen sind vielfältig und es ist nicht nur die Perspektive, das bedeutet ja immer schon zu sagen, es gibt keine gegebene, unberührte Natur. Ne? Das sind ja alles Natur und Kulturen und die sind eben ganz anders konstituiert und die sind anders konstituiert durch die Praktiken, durch die wir sie hervorbringen, und dazu gehören planerische Praktiken genauso wie wissenschaftliche Praktiken, und ich glaube, und für die müssen wir Verantwortung übernehmen, und ich glaube, dass uns das helfen würde, das zu politisieren, ja. Ja, angesichts der fortgeschrittenen Zeit schlage ich vor, dass wir 2-3 Fragen erstmal sammeln und dann en bloc beantworten. Ja, da war eine Frage. Dankeschön. Danke für die 2 Vorträge, waren wirklich spannend. Ich wollte, es ist eine Frage an beide, aber eher noch spezifischer an dich, Ferdinand. Diese 2 Gegenüberstellungen, die du gezeigt hast, ja, also diese Biophilie und Ökosystemdienstleistung, sind ja auch irgendwo exemplarisch dafür, dass wir versuchen, von dem ein bisschen wegzugehen und eigentlich zu schauen, wie hängen die zusammen. Ja? Also Naturkultur sind eben eigentlich nicht diese Extremen. Und für mich zeigt sich jetzt auch schon immer mehr, dass es sehr viel damit zu tun hat, dass wir aus diesen Disziplinen heraus nicht nur jetzt quasi in abstrakten Dingen Hinsicht über diese Disziplinen hinweg denken, sondern dass wir unterschiedliche Expertisen zusammenbringen müssen, nicht nur unter unterschiedlichen Leuten, sondern auch in der eigenen Person. Ja? Und das finde ich irgendwie sehr spannend, eigentlich wie du diese Dichotomie eigentlich aufgezeigt hast, dass die auch gleichzeitig, also die besteht, aber sie zerfällt dann auch eigentlich wieder. Das ist wirklich, ich meine, ja, ich habe zu der Diskussion zum Ökosystemleistungsbegriff eine Frage, und mir ist völlig klar die Kritik an dem Ökosystemleistungsbegriff, angefangen von der merkwürdigen Konstruktion, dass also Ökosysteme kulturelle Leistungen erbringen und dergleichen mehr, oder der Schwierigkeit, sagen wir mal. Aber mir war er immer trotzdem sehr wichtig, weil er mir auf der konzeptionellen Ebene eine Brille gegeben hat, um mit anderen darüber zu diskutieren, welche Dimensionen man eigentlich vielleicht betrachten sollte. Da finde ich es, und es gibt natürlich Probleme auch, die sozusagen der Community, die mit dem Begriff arbeitet, liegt. Zum Beispiel habe ich mich immer gefragt, wenn ihr von kulturellen Dienstleistungen sprecht oder Leistungen sprecht, aber ihr seid alle Ökologen oder so eigentlich, die den Begriff erfinden, oder jedenfalls habt ihr Freiraumsoziologen eigentlich gar nicht mit ins Boot geholt, um da weiterzukommen und so weiter. Mhm. Mich würde aber interessieren, wie wir denn eigentlich weiterkommen, ohne diese Begriffe gleich wegzuschmeißen. Das sehe ich nämlich als die große Gefahr an, dass wir etwas niedermachen und aber nicht wirklich Wege aufzeigen, wie wir für die Praktiker in dieser Welt konstruktiv weiterkommen. Ich glaube, noch eine dritte Frage dort. Ich würde gerne nochmal zu diesem Biophilie-Begriff was wissen wollen, der mir persönlich sehr sympathisch ist, obwohl er offensichtlich eher für ältere Damen geeignet ist als für junge, innovative Forscher.
Ich finde es interessant, das gegenübergestellt zu haben. Diese Biophilie oder die Bedienung der Biophilie könnte ja auch eine Ökosystemservice sein, meiner Meinung nach. Und ich denke, dass gerade diese Gruppe der Biophilen natürlich eine Gruppe ist, die gesellschaftlich besonders auch wahrscheinlich diese Ökosystemdienstleistungen befürwortet, diese Maßnahmen befürwortet, die sehr offen sind gegenüber dem, weil sie ein Stück weit mehr, denke ich, in die Idee von Natur hineingeguckt haben, als vielleicht jemand, der das nur als Schema und als Struktur wahrnimmt. Ja, ich glaube, damit schließen wir das mit den Fragen. Und das Beste ist wahrscheinlich, wir gehen jeder einmal kurz die drei Fragen durch. Wir sind an verschiedene Vortragende gerichtet. Ja, ich kann jetzt nicht zu allem was sagen. Ich, als Ethnologin fällt mir natürlich an, also ich finde das super wichtig zu sagen, wir brauchen Praktiken, wir müssen Praktiken entwickeln, dass wir brauchen vielleicht keine vorschnellen Lösungen, zu häufig führen wir irgendwelche Planungen ein, ohne genug zu wissen über die lokalen Kontexte und Verhältnisse, und wir wissen aus der Stadtplanung, aus der Entwicklungszusammenarbeit, aus der humanitären Hilfe, wohin das führt. Aber ist ja klar, wir brauchen auf jeden Fall mögliche experimentelle Praktiken, um uns auf den Weg zu machen. Als Ethnologin ist meine Hauptkritik am Ökosystem-Service-Denken das, was ausgeblendet wird. Und das heißt nicht, dass man den Begriff wegschmeißen muss, sondern dann muss man eben gucken, wie man die blinden Flecken angemessen thematisiert kriegt. Ne? Wenn in Belize ein Korallenriff plötzlich nach Ökosystem-Service-Kriterien gemanagt wird, ist komisch die gesamte lokale Fischerei ausgegrenzt. Das kann nicht sein. Ja? Wir haben schon darauf, diese Art von blinden Stellen und Politiken, das ist wieder diese Anerkenntnis, dass Wissenschaft im Herzen politisch ist, und solche Ausgrenzungen sind ja politische Taten. Ja? Solche blinde Flecken haben wir, da würde ich sagen, müssen wir gemeinsam dran arbeiten. Das heißt aber nicht, dass wir den Begriff gar nicht brauchen. Als Brille ist und als Sensibilität und so weiter ist der super. Ja, also ich fange es mal hintereinander, versuche ich es mal abzuarbeiten. Also erstmal danke für diesen Kommentar mit dieser Interdisziplinarität. Sie hatten ja auch über diese Kollaboration gesprochen. Ich glaube, das ist einfach dieses Umgehen miteinander auf dieser Augenhöhe sehr, sehr unterschiedlicher Disziplinen, die ganz andere Begrifflichkeiten verwenden, die ganz anders, eine ganz andere Verwertungslogik dann auch irgendwie haben. Ja. Das ist unglaublich schwer, und meine Biografie ist sozusagen, bildet ab, sich mal von der einen und mal von der anderen Seite vereinnahmen zu lassen. Ja. Also fast mal zum Biologen zu werden und dann wieder zum bauenden Architekten sozusagen zu werden, und diese inneren Widersprüche auszuhalten. Und wir hatten auch, glaube ich, ich habe mal gestern versucht, mir einen Überblick zu schaffen von allen zitierten Personen, die eigentlich alle crossdisziplinär irgendwie waren. Ja, also als Biologe angefangen, als Soziologe geendet oder andersrum. Also das sind, glaube ich, schon Dinge, die wir auch stärker ziehen müssen, glaube ich. Und ich finde, eigentlich müsste man einfach dieses System, was wir jetzt in der Ausbildung haben, Bachelor und Master, viel stärker ziehen, dass wir die Leute zum Wechseln von Professionen treiben. Ja, dass wir nicht einfach sagen, wer Landschaftsarchitektur Bachelor hat, der soll bitte bei uns auch den Master machen und andersrum. Also das ist eigentlich Nonsens, und da hat das Bologna auch mal sein Gutes, dass man sagt, komm, jetzt mach mal das und dann mach mal das. Die Auswertungslogik danach in der weiteren Karriere steht ihm ja völlig, ich muss ja dann so ein Track Record dann haben und so ein Quatsch, und dann muss ich, dann passt es nicht zusammen, und also dann wird es ja total kompliziert. Aber das ist, glaube ich, das etwas, was wir aushalten müssen und was, glaube ich, in solchen Forschungsprojekten auch eine wahnsinnige Problematik ist, dass nicht der eine sagt, wir wissen, wie Forschung geht, ja, weil wir haben irgendwie mehr Papers auf der Liste oder sowas, sondern das ist wirklich was ganz, ganz, ganz Schwieriges auszuverhandeln. Dann Stefan, ich bin da auch ganz bei dir, dass man sagt, jetzt Kritik muss, wir müssen mit dieser Kritik arbeiten, aber wir haben mit zwei Begriffen, mit den Ecosystem Services und auch mit dieser grünen und blaugrünen Infrastruktur natürlich auf der anderen Seite, das muss man auch anerkennen, zwei Begriffe, die
politisch zum Beispiel gut kommunizierbar sind, ja, und wo man einfach ja auch ganz pragmatisch einfach mal versucht hat, ihr baut diese graue Infrastruktur, ihr baut die Leitungen, wir bauen die grüne und da hat ein Baum Wurzeln und es steht jetzt einfach mal eins zu eins nebeneinander und nicht irgendwie, ich mache das mal, dann schauen wir mal, wo wir das dann sozusagen noch nachträglich reinmurksen, da diese Stadtbegrünung, ja. Also da gibt es schon auch wirklich viele Argumente an diesen Begriffen festzuhalten, aber tatsächlich haben sie so eine Simplifizierung und Mechanisierung irgendwie in sich, die dann zu diesen angesprochenen sehr, sehr eigentümlichen Konstrukten kommt, wenn man dann wieder viel dazu holen möchte. Also das ist, glaube ich, ein Problem. Vielleicht müsste man da einfach mal den Rahmen dann doch fast enger ziehen und nicht noch weiter ziehen, dass man sagt, das beschreiben wir damit und das beschreiben wir nicht damit. Ich weiß es nicht genau, ob das dann hilft, ja. Aber da gibt es wirklich dann eigentliche Sachen. Und jetzt zur Biophilie. Also ich muss sagen, ich habe mir den Begriff erst kürzlich angeeignet. Also ich bin da kein Experte, bin da auch nicht wahnsinnig belesen sozusagen drin, finde ihn aber deshalb spannend, weil wir wirklich da bestimmte Dinge, ein Erklärungsmodell anbietet, was wir mit diesen anderen Ansätzen oft nicht bezeichnen können. Mir sind eigentlich die Augen aufgegangen, als ich mich irgendwie vor vielen Jahren in Stuttgart in diesen großen Protesten gegen diese Baumfällaktionen selber wiedergefunden habe und festgestellt habe, es ist nicht nachvollziehbar, dass sich Leute von Wasserwerfern blind schießen lassen wegen Ecosystem Services. Das stimmt einfach nicht, sondern da ist einfach eine emotionale Komponente drin und ich würde verzeihen Sie mir die freundliche alte Dame, da könnte ich auch selber stehen, ja, also so war dieser Vergleich nicht gemeint. Wir müssen, glaube ich, einfach anerkennen, dass wir auch als Forscher diese zwei Seiten haben. Also mein Co-Doktorvater Thomas Speck in Freiburg, der ist Wissenschaftler Bionik, diese Optimierung, die ich am Anfang gesprochen, und Leiter des Botanischen Gartens. Und wenn man mit dem da durch, der springt immer hin und her und so, die Pflanze macht das ganz perfekt und super. Und dann, ach, ist die nicht schön? Ja, so, also das sind diese zwei Dinge, die gleichzeitig hinzubekommen. Und da könnte uns dieser Biophilie-Ansatz, also diese Hypothese, glaube ich, auch sozusagen helfen, Dinge zumindest gleichzeitig zu sehen. Wir brauchen sie ja nicht versöhnen miteinander, aber wir können sie gleichzeitig zulassen. Ja, eben möchte ich nur kurz dann eingehen auf den Punkt mit den Ökosystemdienstleistungen, der meine Einleitung ja auch betraf. Ich wollte auch keineswegs den Ansatz jetzt runtermachen im Sinne, dass man damit nicht arbeiten soll. Ich glaube, das Entscheidende ist tatsächlich auch solche Begriffe auch eher pragmatisch zu sehen. Sie werden in ganz unterschiedlich, sie haben keine intrinsische Bedeutung, sie werden in Arenen in der Weise genutzt, dass sie vielleicht zu bestimmten Naturschutzansprüchen beitragen können. In anderen sozialen Arenen kann dieselbe Benutzung dieses selben Begriffs vielleicht völlig andere wichtige Dinge, die uns wichtig sind, ausblendende Funktion haben. Also eine Sensitivität für die Kontextualität dieses Ansatzes. Und zum Zweiten ist, glaube ich, auch das zeitige Geschichte, diese Verwendung des Ansatzes auch, ist der Ansatz wird auch ständig neu redefiniert. Und es gibt Lehrprozesse, also die Einbeziehung der Stakeholder, wie sie etwa in dem TEB Manual for the Cities sehr prominent ist, die versucht ja auch etwas offener zu halten, Problemdefinitionen in öffentlichen Debatten auszutarieren. Die Frage ist dann, wie weit das wieder eingeholt wird durch bestimmte Konzepte dieses Ansatzes, wenn dann am Ende Indikatoren herauskommen müssen. Aber eine Offenheit dieses Prozesses und reflektiv damit umzugehen und gerade die Ambivalenzen, die wir an dem Beispiel der Bäume so schön gesehen haben, denen auch Räume zu geben und die nicht unter standardisierenden Prozessen gewissermaßen wegzukehren. Obwohl, wie gesagt, die Standardisierung manchmal ganz wichtig sein kann, um gegenüber Ökonomen einen bestimmten Anspruch für Natur auch wieder durchzusetzen. Also ich glaube, da ist ein sehr flexibles, strategisches Umgehen mit den Begriffen wichtig. Aber wir müssen jetzt zum Ende kommen, dass die Mittagspause wartet. Ich möchte den beiden Vortragenden danken und dann sehen wir uns wieder um 13 Uhr, glaube ich. 13 Uhr. Genau.